Adam Silverer, was mir von dir bleibt. Griffin und Theo waren sowas wie das jugendliche, schwule Traumpaar New Yorks. 16 Jahre alt, über beide Ohren verliebt, innig einander zugetan, leidenschaftlicher Sex und doch immer wieder auch klasse Unternehmungen quer durch die Stadt, mitunter mal auf Flohmärkten gestöbert und sich ein völlig unsinniges, schönes Geschenk gekauft. 2 Jahre später geht Theo an die Westküste ans College. Formal machen die beiden Schluss. Man soll ja nicht klammern, das hilft auf die Entfernung nun gar nichts. Aber vor allem Griffin bleibt der Überzeugung, irgendwann kommt sein Theo zurück und es geht weiter. Und dieser Meinung hält er auch fest, als Theo einen neuen Freund am College hat, Jackson. Doch jetzt ist die Trauerfeier für Theo. Theo ist beim Schwimmen im Pazifik ertrunken. Zurück in New York wird er beigesetzt im Kreis der Familie und jetzt lernt Griffin auch Jackson, den Lover von Theo, kennen. Diese dramatische Geschichte klingt nach einer Verzweiflung und das Gegenteil ist der Fall und das macht dieses Buch so richtig atemberaubend klasse. Es ist gebaut immer in Geschichte, Gegenwart, immer ein wechselndes Kapitel und unter den Überschriften Geschichte wird diese 16-jährige jugendliche Liebe quer durch New York geschildert, die sich aufbaut, entwickelt, in die man reinfällt und einfach nur wonniglich am Schwelgen ist. Parallel dazu immer wieder versetzt Gegenwart, die Trauerfeier und die Ereignisse rundherum. Griffin muss sich damit auseinandersetzen. Was ist jetzt eigentlich erstens mit einer Zukunft ohne Theo? Gibt es die für ihn? Das hat er eigentlich bisher völlig von sich geschoben. Und was ist mit diesem Jackson, den er jetzt auch kennenlernt, der nun auch offenbar gar kein so unsympathischer Kerl zu sein scheint? Adam Silverer versteht es großartig, ein großes, lebensbestimmendes, bedrückendes Erlebnis auf eine Weise zu erzählen, dass man nur noch Lust aufs Leben hat, dass man sich freut, dass man aufgeräumt während der Lektüre und nach der Lektüre ist. Die Geschichte hat unerwartete Wendungen. Manchmal verschlägt es einem wirklich den Atem, wohin Adam Silverer diese Geschichte treibt. Und zum Schluss denkt man nur noch, was heißt das jetzt für mich? Und das ist eigentlich das Schönste. Man fühlt sich als Teil der Geschichte, ohne tatsächlich drin zu sein. Man hat fast etwas erlebt. Ein Abenteuer in Buchform, Adam Silverer, was mir von dir bleibt.